Das Projekt KIA ist ein internationaler Flughafen in Kuwait. Architektur ist vom Büro Foster. Wir sind damit beauftragt, sowohl die Fassade zu planen, das Haupttragwerk, die Dachhaut und das Dachtragwerk auch. Wir haben ungefähr 1 Kilometer Länge in alle Ausrichtungen und damit sehr, sehr große Maße. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt waren zum einen, dass wir sehr viele Bereiche parallel bearbeitet haben. Die Fassade haben wir bearbeitet, wir haben sehr lange am Tragwerk gearbeitet und an der Dachhaut. Am Anfang mussten wir besonders stark in die Koordination mit den Architekten gehen. Und je weiter das Projekt fortgeschritten ist, umso weiter sind wir in die Koordination eingestiegen mit den einzelnen Fertigern, sei es für die Fassade, sei es für das Dach. Dort sind sehr viele unterschiedliche Anforderungen auf uns zugekommen und wir mussten auf alles individuell reagieren. Für mich ganz klar hat sich herausgestellt, dass wir als Ingenieure ein sehr gutes Bindeglied sein können zwischen dem ersten Entwurf von Architektur, diesen aufzugreifen, weiter auszuarbeiten und in eine Form zu bringen, dass der Fertiger damit weiterarbeiten kann, ohne dass er von vorne anfangen muss. Wir sind sozusagen eine Art Bindeglied, das aber eine sehr, sehr wichtige Stellung hat. Nach dem National Museum of Qatar ist dieses Projekt zurzeit das größte BIM-Modell der Welt. Mehrere hundert Planungsbeteiligte sind beteiligt und die BIM-Koordinatoren, die aus Spanien kommen, verwalten diese Daten über einen internationalen Projektserver. Für uns war klar von Anfang an, dass die drei wichtigen Säulen unserer Arbeit, nämlich das Bemessen, Optimieren und Entwickeln des Tragwerks, die Koordination mit allen anderen Beteiligten des Projekts und die Unterstützung für die Fertigung, müssen auf irgendwelche Art und Weise zusammen verbunden werden. Tatsächlich war und ist unser Workflow nur auf eine einzige Quelle von Informationen basiert, nämlich ein Modell, was wir mit der Software Rhinoceros entwickelt haben, in dem wir für jedes einzige Element alle die wichtigen statische und konstruktive Informationen gespeichert haben. Und dann nur durch spezifische Schnittstellen, einige davon haben wir auch selber entwickelt, die nötigen Informationen in die andere Software eigentlich übertragen. Ein wichtiger Punkt um diesen Workflow, insbesondere für was geht um BIM, war die Anwendung von IRC-Dateien. Tatsächlich, während für das Finite Element Analysis Software Sophistic kontendiert direkt in die Sophistic-Sprache die Geometrie definieren, für Revit und Teclan und auch das Software Manager von Allplan konnten wir das nicht machen. Deswegen, die Lösung war für uns die Anwendung von IRC. Tatsächlich haben wir IRC-Dateien in unserem Workflow so angewendet, dass wir alle die wichtigen Informationen der Geometrie zuerst in eine strukturierte IRC-Datei sagen wir so, gespeichert haben und dann auf Basis von dieser IRC-Datei haben wir die spezifische Software Revit oder Teclan oder Nemetschek einfach die nötigen Informationen gelesen und hier, sagen wir so, die Geometrie würde quasi per Knopfdruck automatisch hergestellt. Dieser Workflow ermöglicht einerseits eine bestimmte Sicherheit, so das heißt, bedeutet Qualität, weil was ich als Tragwerkplaner optimiert habe, geändert habe, aktualisiert habe, wurde direkt ohne Informationsverlust in Revit und Teclan umgewandelt. Und zweitens, das ermöglicht auch eine relativ schnellere Koordination mit all den anderen Beteiligten. Die Herausforderung bei dem Projekt war natürlich der Umgang mit der Größe einfach des Projektes, also nicht nur räumlich die Größe, sondern auch digital die Größe. Also wir hatten über 100 Revit-Dateien am Ende mit Tausenden von Objekten. Bereits während der Planungsphase entstanden bei der Modellierung viele dieser Issues. Dies waren meist interdisziplinäre Clashes, die mittels einer Kollisionsprüfung des BIM-Managers erkannt wurden. Das wurde alles in der Software Navisworks gemacht.
Diese Prüfungen waren automatisiert und wurden eben zwischen den jeweiligen Fachplanermodellen durchgeführt. Entsprechend eben einer abgestimmten Kollisionsmatrix wurden diese Issues eben den verantwortlichen Gewerken zugewiesen. Hierbei hat sich der BIM-Manager verschiedener Kategorien von Revit-Familien bedient, um unterschiedliche Arten von Kollisionen auch bewerten und zuweisen zu können. So sammelten sich im Laufe der Monate über 400.000 solcher Issues. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man diese eben verwalten? Wir haben mit BIM Collab und dem BCF Manager Plugin sehr gute Erfahrungen machen können und wir haben dadurch den großen Überblick behalten können. Da BIM Collab cloud-basiert ist, konnten wir überall und jederzeit von beliebigen Geräten Zugriff haben. Die schnelle Überprüfung der einzelnen Kollisionen war durch den BCF-Manager auch in Navisworks-Modellen nur mit einem Klick machbar oder direkt auch nativ bei der Modellierung in Revit. Nach der Beurteilung oder Behebung der Issues haben wir das BIM-Team oder den BIM-Manager eben in Echtzeit benachrichtigen können. Die Synchronisation hat vielleicht 10 Sekunden gedauert und wir konnten hier wirklich per Telefonat sagen, ich habe es gerade behoben, einen Klick gemacht und der BIM-Manager hatte quasi alles direkt auf seinem Rechner. Was dadurch vermieden werden konnte, sind natürlich diese zahllosen E-Mails oder Excel-Listen, kommentierte Zeichnungen und das ist natürlich nicht zeitgemäß, nicht in der Digitalisierung, wie wir sie heute erleben. Die externe Kommunikation über diese BCF-Daten war zunächst eben eine Bedingungen aus dem BIM-Abwicklungsplan. Wir haben daraus aber schnell die Vorteile erkannt und sie eben selber für uns genutzt und umgesetzt. Wir haben unsere eigenen Kollisionsmatrizen erstellt, Kollisionsgruppen kategorisiert und dann intern unsere Modelle geprüft. Die entstandenen Issues oder Kollisionen haben wir dann unseren jeweiligen BIM-Konstrukteuren zuweisen können. Auch wenn wir BIM Collab in diesem Umfang zum ersten Mal so benutzt haben, so verwenden wir es mittlerweile eigentlich erfolgreich in zahlreichen Projekten, sowohl intern, auch wenn es nicht gefordert ist, sowie auch extern. Ich habe das Projekt KIA selber über 4 Jahre lang geleitet. Und als ich dieses Projekt auf den Tisch, dann das war 2016, dann bekommen habe, habe ich gedacht, das ist eine Chance, so wie das Projekt konzipiert und aufgebaut ist, viele von den Ideen, die wir schon entwickelt hatten, bei anderen Projekten hier zu dem nächsten Reifegrad zu bringen. Und das hat auch geklappt. Was wir mitnehmen, ist, dass dieser Prozess Richtung ein Objekt, der ohne Pläne zum Beispiel gebaut wird, sondern durch Modelle ein unheimliches Potenzial hat, weil die Qualität ist ganz, ganz anders. Wir sehen die Möglichkeit, diesen Ansatz weiter zu entwickeln. Ich träume persönlich von Projekten, wo gar keine Pläne mehr notwendig sind, sondern wo alle die Prozesse an Modelle erfolgen werden, weil da stelle ich mir vor, dass die Qualität noch steigen wird. Durch die Modelle kann man auch viel mehr machen. Man kann prüfen, wie viele Ressourcen werden eingesetzt, viel besser als bei einem 2D-Plan. Wir entwickeln gerade Werkzeuge, Simulation, Analysewerkzeuge, der uns immer kontinuierlich sagt, wie viele Ressourcen werden eingesetzt, wie viel CO2-Emissionen. Bei Ressourcen geht es nicht nur um Materialien, sondern um die Energie, die gebraucht wird. Es geht um die Emissionen. Wir haben die Klimaziele von der Pariser Konferenz vor Augen. Und das ganze Prozess muss komplett radikal aus meiner Sicht geändert werden. Das Problem bei der Bauwesen, es ist eine starke fragmentierte Geschäftsmodell. Das sind viele Aktoren, die zum Teil auch unterschiedliche Interessen verfolgen. Und Digitalisierung hilft uns gerade, diese Fragmentierung, was eine Quelle für Probleme, für Kostensteigerung ist, zu beseitigen. Wir müssen aber alle Akteure durch durchgedachte Konzepte und Prozesse mitnehmen. Und am Ende, der Bauherr, der Nutzer, sind diejenigen, die davon profitieren, weil sie kriegen dann Bauwerke rechtzeitig,
ohne Kostensteigerung und mit höherer Qualität. Und das sind die Ziele, die wir versuchen, dadurch zu erreichen.